Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Wir spielen Barrow Hill, The Curse of the Ancient Circle. Namen wollte ich. Ein Spiel aus dem Jahre 2006. Und es ist ein, zumindest auf dem Papier, ist es ein Horror-Adventure mit einer sehr einzigmaligen Atmosphäre. Hat dementsprechend auch einige sehr interessante Kritiken. Es läuft auch in einem sehr positiven Bereich raus, was ich gesehen habe. Und ich bin jetzt sehr oft... Nee, Moment of Silence ist ja durch. Können wir gar nicht spielen. Und hat einige sehr interessante Aspekte. Und ich bin jetzt mehrfach drüber schon gestolpert über das Spiel. Namenblüter, ne? Und habe dann auch noch zufällig gesehen, dass ich es auf meinem Pile of Shame Stapel habe. Dementsprechend, weil auch die Spielzeit irgendwas um die 3,5 oder 4 Stunden liegt bei How Long to Play. How Long to Beat, so rum. Nehmen wir uns das einfach mal vor, so als Zwischendrum-rum. Ne? Und... Ja, ich sag einfach mal, wir haben nicht viel einzustellen. Also, ne, also es gibt hier nicht viel. Wenn der Ton zu laut sein sollte, ich habe schon ein bisschen runtergeregelt unter Windows für das Spiel, dann einfach kurz Meldung geben. Und ja, neues Spiel. Leo, ihr hört RBH, euren lokalen Radiosender auf dem Gipfel der Welt. Es ist genau 8:15 und mein Name ist Emma Harry. Ich werde heute Abend bis weit nach Mitternacht für euch da sein und lade euch ein wenig Zeit mit mir zu verbringen. Heute Abend sind es 15 Grad. Der Wetterfrosch versucht wohl wieder, uns die Stimmung zu vermiesen und sagt uns für heute Nacht Regen voraus. Aber wie ich das von meinem Studiofenster aus sehen kann, zieht das schlechte Wetter an uns vorbei. Emma Harry und ich sende heute Nacht live vom Gipfel der Welt. Und das ist nicht irgendeine Nacht. Für alle, die es nicht wissen sollten, heute ist die Herbsttag- und Nachtgleiche. Ein wichtiges Datum im heidnischen Kalender. Wir haben genau 12 Stunden Dunkelheit vor uns. Also lasst uns feiern, wie Alice dort unten im Kaninchenbau. Ich habe jetzt 4 Lieder in Folge für euch hier auf RB. Ups. Das Ruckeln muss so, ne? Das ist im Spiel. Ich glaube, das Auto ist aus. Ja, das Spiel wird gelobt für seine sehr realistische Atmosphäre, unabhängig von den Grafiken, sondern wir gucken mal, was ich hier... Also man kann sich halt jetzt normal drehen. Geht das noch mit den... Nein, geht nicht. Ich muss drücken. Hier unten ist wahrscheinlich Inventar. Hier war das Auto. Kann ich was machen? Oh, was sind das für Steinchen? Kann ich hier hinlaufen? Ich glaube, nein. Können wir hier hinten irgendwas machen? Am Auto? Nein, am Auto können wir gar nichts machen. Guck mal, da sind Pilze. Kann ich mir die angucken? Nö, da ist nichts. Wir können ja unterm... Nee, können wir nicht. Cursor, geht echt nicht, Tastatursteuerung. Das wäre jetzt richtig super. Dann könnte man... Ah, dann würde man ja nicht sehen, wo ich langlaufe. Apropos langlaufen. Kann ich hier nicht irgendwie... Nee, kann ich nicht. Ich kann nichts aus dem Auto rausholen. Ist da nichts drin in dem Auto? Also zeitlich dürfte es fast stimmen, ne? Also fast. Oh, jetzt dunkel. Ich will da nicht hin. Da ist doch ein Gesicht drauf, oder? Da ist doch ein Mann mit Brille. Oder bilde ich mir das nur ein? Okay.
bin ich denn jetzt? Bin ich da jetzt durchgelaufen? Ja, ne? Tatsache. Will ich da durchlaufen? Nee, ich will da nicht durchlaufen. Ich würde erstmal gern wissen, wo ich bin. Hier oben ist ein Weg. Hier kann ich irgendwas machen. Ich glaube, hier brauche ich was. Ein Gegenstand, den ich nicht habe. Das ist der Weg da in die Katakomben. Und wo kommt man? Oh. Ey, hier kann uns jemand helfen. Was ist hier? Montag 3.15 Uhr wird immer ein... Liebe Marianne, ich hoffe, es geht dir gut und du hast in deinem Bekleidungsgeschäft viel zu tun. Ich brauche bald ein neues Nachthemd für die kalten Winternächte. Die Herbst-Tag- und Nachtgleiche hat mich dieses Jahr wirklich kalt erwischt. Gott sei Dank ist St. Annegger da. Oh, das ist ja wohl die Höhe. Siehst du die Briefmarke auf dieser Karte? Das ist einer dieser unmöglichen Kommunikationsmasten für Handysignale. Schon komisch, weil sie doch auch hier in Barrow Hill versteckt hinter der Raststätte solch ein Ungetüm aufgestellt haben. Ich wünschte, das Ding würde verrosten und einfach umfallen. Viele liebe Grüße. Deine Elise. Marianne Maypole Marianne Maypole, Marianne Fashions in der 17 Upper High Street in Sawpoint, Cornwall. Wir sind in Cornwall. Okay, das ist immer dasselbe. Achso. Nee, da drüben ist nichts. Ja, die machen Corona. Ganz dolle. Komm mal. Was war das? Oh, hier ist ein Auto. Das läuft. Hallo? Omega-3-Regeneration. Hartonic. Kann ich hier irgendwas machen? Nee, ich kann es nur aufheben. Ich kann es nur aufheben. Aber ich wollte eigentlich hier gucken, ob ich da irgendwie hin kann. Zum Automaten. Nee, kann ich nicht. Oh, was liegt denn da? Was ist denn hier? Okay, ich habe einen Stift. Warum sind hier... Ist das Kinderspielzeug? Das ist irgendwie ein Tankstutzen oder... So. Cornish Fungi Kingdom. Okay. Ich dachte, wir hätten jetzt ein Buch mitgenommen. Achso, hier oben. Pilzführer. Die Pilze Cornwalls. Dies ist eine Broschüre für Anfänger, die dabei helfen soll, einige der faszinierendsten Exemplare der Pilzwelt Cornwalls zu identifizieren. Pilze gibt es überall auf der Welt. Sie wachsen an den verschiedensten Orten und sie können alle möglichen Größen, Formen und Farben annehmen. Auf den britischen Inseln filmen über 4000 verschiedene Arten. Pilze sind weder Pflanzen noch Tiere. Der Pilz, den wir sehen, ist lediglich der Fruchtkörper. Ach, die programmieren die DNA um. Deswegen braucht man jetzt keine Angst mehr vor Impfen haben, weil die machen das über 5G, ich weiß. Der Pilz an sich bleibt unserer Sicht verborgen. Es handelt sich um mikroskopisch kleine Gewebefasern, die totes und lebendes Material zersetzen. Obwohl die Pilze, die wir sehen, nur ein paar Tage alt werden, können die Pilzfasern eine sehr lange Zeit leben. Einige Pilze sollen schon 100 von Jahren alt sein. Einige Pilzsorten können nur mit dem Mikroskop identifiziert werden. Sammeln Sie nie Pilze ohne einen Experten, der die Pilze richtig zuordnen kann. Also ich glaube, ich kann 2 oder 3 identifizieren. Ne? Und sammeln Sie nie Speisepilze, bevor Sie nicht selbst ein Pilzexperte sind. Viele Pilzsorten sind vom Aussterben bedroht, weil ihre natürliche Umgebung durch Pestizide und Chemikalien verseucht wird. Als Pilzanfänger sollten Sie die Pilze nur anschauen und den Fruchtkörper weiterwachsen und seinen Lebenszyklus beenden lassen. Ach so. Ach, am besten die ganz komisch schmeckenden Kröten muss man lecken, ne? Die mit dem Pusteln, ne? Da war doch irgendwas. Viele ungefährliche Pilze sehen tödlich giftigen Pilzen sehr ähnlich. Vorsichtig sollte man bei allen Pilzen sein. Lassen Sie anfangs äußerste Vorsicht walten, wenn Sie Pilze betrachten und identifizieren.
Aha, die Armillaria mellea, rotbraun, wächst an Baumstümpfen, nur gekocht essbar. Was haben wir hier? Ein Lacktrichterling. Gibt's die wirklich? Wer ist pilzbegabt? Ich bin's nicht. Pilz und Schier sind dunkelviolett. Farbe und bleibt nach dem Kochen erhalten, aber der Geschmack ist fad. Aber ist essbar, okay. Also der sieht nicht essbar aus, tut mir leid. Sehr wohlschmeckend, okay, daneben. Also ich würde den nicht nehmen, der sieht einfach nur, und der auch nicht, der Schopftintling. Solange der Pilz weiß ist, nach dem Pflücken schnell zubereiten. Das kenne ich, glaube ich, noch. Das habe ich mal gehört, ne? Mit dem Schopftintling. Spitzkegeliger Kahlkopf, halluzinogen, beeinträchtigt die Sinneswahrnehmung. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Panellus serotinus, gelbstieliger Muschelseitling. Der Verzehr des schmierigen Huts kann zu Verdauungsproblemen führen. Okay. Ein Knollenblätterpilz, ist klar, den kenne ich. ist klar, der kommt aus der Dose. Verursacht Leber- und Nierenversagen. Vielleicht werden wir jetzt zu Pilzexperten, ne? Was haben wir hier? Also Knollenblätterpilz weiß ich, der ist giftig. Hier steht auch nicht empfohlen, ne? Aber hier sehr giftig. Und was haben wir hier? Ein Schwefelritterling, verursacht Übelkeit, Organversagen. Wir haben alles dabei hier. Scheidenstreifling, muss gut gekocht werden, nicht empfehlenswert. Meinst du, die rot mit den weißen Tupfen? Ich weiß nicht. Die kann man doch mindestens einmal essen, oder? Was ist das hier? Ein Stinkschirmling. Ähnelt einer giftigen Variante, unangenehmer Geruch. Aber ist ungenießbar. Das heißt aber nicht, dass, ne? Nochmal ein Schein. Achso, mehr gibt's nicht. Okay, mehr gibt's nicht. Wir wissen jetzt Bescheid. Wir sind jetzt Experten. Was haben wir denn hier? Blumen. Hier ist noch. Streichhölzer. Sehr gut. Wir haben Streichhölzer gefunden. Ja, warte mal hier. Oder war das hier? Nee. Da kommt Wasser raus. Okay. Wenn wir Wasser brauchen, wir wissen, wo es Wasser gibt. Hier ist ja gar keiner. Warum ist hier keiner? The most ancient life. Monthly episodes. Only on 14 TV. Na, im Topf, ich sag mal, im Zweifel immer erstmal lange kochen, ne? Das muss funktionieren. Das muss immer funktionieren. Wo sind wir hier? Oh, die Toilette. Stop. Friend, fu. Da war doch einer gerade strölen, oder? Hallo? Hier war doch gerade einer strölen. Ich glaube, da war nicht viel Wasser drin. Das ist der Lüfter. Wir lassen den mal an. Ach so, auch noch bunte Farben. Nee, oder? Lief da einer? So, ich war gerade auf dem Klo. Ich muss spülen. Nee, kann ich nicht. Oh, jetzt habe ich aber gespürt. Klopapier kriege ich nicht. Schade, schade. Aber ich kann die Hände nicht waschen. So viel zu... Oh, warte mal. Nee. So viel zu Hygiene. Ist da ein Stein? Hier kann man durchgucken. Antiquitäten. Abenteuerland. Aha. Warte mal, wenn man da durchgucken kann, vielleicht... Wer pullert denn da? Kann man hier... Nee, kann man nicht. Schade. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich Mann oder Frau bin. Okay, ich kann überall hin. Ey, guck mal. Sollte ich mir das jetzt angucken oder sollte ich das lassen? Aber was war denn da auf dem Schild? Ah, außer Betrieb. Schade. Okay, der funktioniert auch. Aber der geht aus, wenn wir wieder weggehen. Geht hier das Wasser? Hier geht gar nicht das Wasser.
Kann man hier aufs Klo gehen? Ja. Ich mag den Spiegel nicht. Jetzt bleibt es auch noch dunkel. Was ist das? Nee, ich gehe lieber raus. Was ist das hier? Monolith. Eine Fotografieausstellung von P. Crowhurst. Fetch Rock Lighthouse. Okay, wir gehen mal. Das Auto. Aber warum läuft das Auto? Warum kann ich hier nicht dichter hinlaufen? Warte mal. Doch hier, von. Ich kann nicht. Das Auto ist einfach an. Es wurde sogar getankt hier drüben, noch nicht zurückgesetzt. Da können wir nicht hin. Das war das Klo. Hier drüben sind noch Zimmer. Vielleicht kommt ja jemand. Ist hier irgendwas? Hallo? Oh Gott, abgeschlossen mit Code. Okay, wir gehen mal ins, upsala, ins Café rein. Hallo? Ich bin mit meinem Wagen liegen geblieben. Schön sieht das aus. Ach, das ist die Uhr da hinten. Ich glaube, die ist kaputt. Hallo? Was war das? Wer bist du? Du kannst nicht. Da war... Zuerst war gar nichts. Aber dann kam es näher. Ich hab's gehört. Sie waren und es... Oh Gott! Der Strom fiel aus. Es gab einen Kurzschluss. Und die Lichter im Vorhof flackerten kurz auf. Ich ging in die Küche. Aber da war es so dunkel, dass ich die Hand vor Augen nicht sah. Als ich wieder rausging, da war es da! Es stand am Hotel, in der Finsternis. Und dann wollte diese dämliche Laterne einfach nicht angehen. Sie könnte nützlich sein, wenn du da draußen herumläufst. Mit diesem Ding. Damit wirst du es leichter haben, falls du sie in Gang bekommst. Hörst du es etwa nicht? Das Suchen. Was war das? Wer war das? Sie haben mich ja gewarnt. Nimm die Arbeit dort oben nicht an. Meine Mutter hatte mich gewarnt, meinte, dies sei ein schlechter Ort. Ich soll mich fernhalten. Warum habe ich nicht auf sie gehört? Diese dummen alten Geschichten und diese Irren, die sie erzählt haben. Vielleicht hatten sie ja recht. Halte dich fern. Halte dich fern vom Grabhügel. Warum? Warum? Was wird geschehen? Ich glaube, der ist ein bisschen verwirrt. Na, Katharina, Wochenende war so... Du blödes Ding. Warum antwortet denn keiner? Warum kann ich nicht nach draußen telefonieren? Ich bin doch hier. Warum bin ich hier? Okay, der ist sehr verwirrt. Wochenende war soweit in Ordnung. Was wird jetzt passieren? Warum bin ich nicht woanders? Warum in dieser Okay, der ist ein bisschen verwirrt, aber er ist da. Wir sind nicht allein, das ist gut. Wurden gestört. Ich glaube auch, der hat auch Pilze gegessen. Wer ist da draußen? Wo kommst du her? Mythen und Legende, okay. Huch. Die Geschichte Mogrets. In grauer Vorzeit übertrugen die Herrscher dieses Landes all ihre Magie auf Barrow Hill. Viele Jahrtausende lang hatten die Menschen die näherrückenden Armeen der Dunkelheit abgewehrt, die in dunklen und verborgenen Orten hausten wie die Verkörperung des Bösen. Diese Kreaturen der Unterwelt entkamen aber ihrer niederen Existenz mit Hilfe von Mogret, der sich an ihre Spitze stellte und von einem verzweigten Höhlenlabyrinth unter dem Hügel aus herrschte. Mogret hatte sich den schwarzen Künsten zugewandt und folgte dem Pfad der dunkelsten aller Zauberkünste. Sein Geist und sein Körper hatten sich durch die dunklen Mächte immer mehr verwandelt, bis seine Seele von Bosheit und faulendem Übel durchdrungen war.
Die herrschenden Könige verbündeten sich und marschierten gen Barrow Hill zum Eingang von Mogrets Unterschlupf. Dort wirkten sie ihre Zaubersprüche und belegten die Erde mit einem Bann, der Mogret und seine Unterweltsklaven auf ewig im Grab einkerkern sollte. Um dieses Gefängnis zu bewachen, wohnen die Könige selbst zu riesigen stehenden Steinen, die einen Kreis um das Siegel bildeten. Sie bewachen es seit Jahrhunderten, um sicherzugehen, dass es nie wieder geöffnet wird. Balin, der Herrscher von Cornovia, war nach Irland gereist, um zwischen den Ländern keltischen Glaubens ein Band zu knüpfen. Dort traf er König Farlo und gemeinsam begannen sie, ihr Bündnis aufzubauen. Die Dinge liefen gut, bis Balin eines Achterabends Farlos Tochter erblickte. Sie war ein Mädchen außergewöhnlicher Schönheit und Balin war so verzaubert, dass er ihren Lockrufen bis in ein Turmzimmer folgte. Dort winkte sie ihm zu, er solle durch eine Tür eintreten. Balin war derart von ihrer Magie gefangen genommen, dass sich die Tür hinter ihm schloss und er mit Körper und Geist der holden Dame verfiel. Plötzlich wurde die Tür zum Turmzimmer aufgerissen. Farlo stand dort mit dem Schwert in der Hand. Mit einem Hieb schlug er Balins Kopf ab. Als Farlo sich nach dem Mädchen umschaute, löste es sich auch schon mit bösem Gekicher in Luft auf. Denn es war nicht wirklich Farlos Tochter, diese war schon Jahre zuvor verstorben, sondern ein verkleideter Kobold, der Balins Geist verführt hatte. Balins Männer nahmen seinen Kopf zurück mit nach Cornwall und stellten ihn auf einen Hügel, hoch oben auf einen Hügel, auf einen Stein. Hoch oben auf einen Hügel. Dort begann er zu sprechen und befahl ihnen, an dieser Stelle einen Schrein zu errichten. Der Kopf würde hier so lange wachen, bis dem alten Königreich Cornovia eine große Gefahr drohe. Dann würde er erwachen und sein himmlischer Körper würde auferstehen, um sein Königreich zu verteidigen. Oh. Als die Erde noch nicht alt war, quoll sie über vor grünen Wiesen und üppigen Landschaften. Das schönste aller Länder war Cornwall, wo zwischen den wunderbaren Bäumen und Pflanzen Elfen umherflogen. Ihr Gesang war einfach bezaubernd und hallte bis zur weit entfernten Insel Lyonesse, wieder wo ein böser Dämon aus geschmolzenem Fels und Feuer lebte, der geringschätzig und angewidert auf das Land hinabschaute. Sie haben sehr viele Krügel, ja. Er war viel älter als Cornwall und sehr eifersüchtig auf die Elfen. Ihr schöner Gesang ließ ihn schier verzweifeln. Jede einzelne Note brannte sich in seinen entstellten Körper und eines Tages sann er auf Rache. Er buddelte sich in den Boden, begann von der Insel bis zum Festland einen Tunnel zu graben. Die losgelöste Erde und das Gestein warf er aus dem Tunnel hinaus. Die Steine fielen in das Wasser rund um die Inseln, verursachten eine gewaltige Flutwelle, doch der Dämon riss die Erde weiter auf. Seine Rückenwirbel schlitzten das Dach seines Tunnels förmlich auf, sodass ein riesiger Spalt entstand. Schließlich erreichte der Dämon Cornwall. Mit donnerndem Gebrüll schaufelte er sich einen Weg an die Oberfläche. Seine feurige Haut riss das Gestein auf und aus seinem Maul spie er große Feuerbälle in den Himmel, sodass die Wälder zu Asche verglühten. Er erreichte die Erdoberfläche genau zu dem Zeitpunkt, als die Welle, die er ausgelöst hatte, über die Insel Lyonesse hinwegfegte und sie verschlang. Die Kraft seines Gebrülls ließ das Tunneldach einstürzen, sodass kaltes Meerwasser in den Tunnel strömte. Die Wassermassen begruben den Dämon unter sich und kühlten seine feurige Haut. In dem Moment, als sein Maul durch den Waldboden brach, wurde er zu Stein. Heute liegt sein Körper unter Barrow Hill begraben. Die Erde ist noch immer von seinen Zähnen durchdrungen und seinen Rückenwirbel kann man auch noch an der Erdoberfläche sehen. Wenn man im Zentrum des Zahnkreises steht, kann man immer noch das Echo seines Todesgebrülls hören. Sehr schön. Das sind alte Legenden und Fabeln, wa? Kann ich hier wieder auch raus? Kann ich hier raus? Ich will hier raus. Ah, okay. Ja, aber noch was. Ich habe es gesehen. Es wird also nach mir suchen. Ich lese, also in der letzten Zeit weniger. Ich habe aber sehr viel vorgelesen. Wobei ich halt wieder denken oder dran denken sollte, dass ich halt der Lütten dann wieder mal vorlese. Willkommen alle zusammen, willkommen im magischen Land Cornwall. Diese grüne Landschaft ist die älteste und geheimnisvollste Grafschaft der britischen Inseln. Elfen und Feen, wunderbare magische Kreaturen leben hier im Einklang mit den Menschen. Wie auch der grüne Mann hüten sie die Hecken, Wälder und Felder des Landes. Viele Geschichten und Sagen erzählen vom Feenvolk und den Erdelfen. Diese fast vergessenen Sagen schildern viel Gutes, aber auch fürchterliche Dunkelheit und Böses. Wenn Sie auf den grünen Faden Cornwalls entlangschlendern, sollten Sie immer daran denken, dass Elfen und andere Naturgeister Sie im Auge behalten und aufpassen, dass der Natur nichts geschieht. Bitte respektieren Sie das Land, dann wird es auch Sie und Ihre Freunde respektieren.
magische Kristalle. Kristallen und Mineralien aus den Tiefen der Erde werden eine Reihe magischer Eigenschaften nachgesagt. Sie können heilen, Liebe hervorrufen und zur Selbststärkung beitragen. Luft bewegt uns, Feuer verwandelt uns, Wasser formt uns, Erde heilt uns. Bringen Sie Leben und Farbe in Ihre Zaubereien. Die vier Elemente werden durch unterschiedliche Farben dargestellt. Rot und Orange für das Feuer, Gelb und Braun für die Erde, Grün für das Wasser und Blau für die Luft. Violett ist die Farbe der Seele. Mit der geeigneten Farbkombination erreichen Sie den maximalen Effekt. Ich glaube, das sind Hinweise für später vielleicht, ne? Unsere Jahreszeiten und Feste. Der endlose Kreislauf der Jahreszeiten ist mit zahllosen Festen und Feiern verbunden. Auch die Position der Himmelskörper beeinflusst unsere Handlungen und Launen. Wir ehren unser Land und die Magie in unserer Umgebung. Wir huldigen den Göttern und der Natur hier und überall. Julfest, Wintersonnenwende. 20. bis 31. Dezember. Das Julfest beginnt mit der Nacht der Mütter und endet 12 Tage später mit der Julnacht. Es sind die wahren 12 Weihnachtstage. Imbolc, Fest des Lichtes, 1. oder 2. Februar. Das erste der Fruchtbarkeitsrituale im Frühjahr, auch bekannt als Tag der heiligen Brigitte und Wiedergeburt des keltischen Sonnengottes. Ostara, Frühlings, Tag und Nachtgleiche, 20. März. Eine Zeit der Ausgeglichenheit. Es ist das Ende des Winters und der Beginn des Frühjahrs. Zu Ostara muss der Boden für den Rest des Jahres vorbereitet und die Saat ausgebracht werden. Bei diesem Fest ehrt man die kriegerischen Eigenschaften des Gottes. Beltane, Fruchtbarkeit, um den 5. Mai. Gemeinhin auch als Maitag bekannt und das letzte der drei Fruchtbarkeitsrituale im Frühjahr. Charakteristisch ist der phallische Maibaum. Bei Sonnenaufgang werden frische Blumen gepflückt, die dann bei der Feier verwendet werden. Midsommer, Sommersonnenwende, um den 21. Juni. Auch als Midsommernacht bekannt, der längste Tag des Jahres. Dieses Fest, bei dem der Gott und die Muttergöttin geehrt werden, ist eine Zeit der engen Verbundenheit mit der Natur, mit den Feen und Elfen. Herbst, Tag- und Nachtgleiche. Dieses Fest wird im September gefeiert und ist der geheimnisvollste aller Erntedankbräuche. Tag und Nacht sind genau gleich lang. Man heißt den Winter willkommen und verabschiedet den ausklingenden Jahreszyklus. An diesem Tag sind die keltischen Götter ganz nah bei uns. Sie beobachten das Land und nehmen Opfergaben entgegen. Natur. Die Landschaft quillt über vor fantastischer Naturmagie, über die das Feenvolk wacht. Diese Geschenke der Natur sind sehr wertvoll und können unseren Segenssprüchen mehr Kraft verleihen. Die alte englische Eiche zum Beispiel steht stolz und unerschütterlich in der Landschaft. Oder die deutsche Eiche, ne? Jeder hat da so seinen Brauch, ne? Ihre Wurzeln reichen tief in Mutter Erde hinein. Ihre schönen Blätter spenden uns im Sommer Schatten und im Herbst sammeln wir ihre Eichen auf. Das tote Holz gebrauchen wir im Winter als Brennholz und im Frühling zeigt uns die Eiche die Wiedergeburt des Jahres an. Der mystische Pilz Dryads Lumber, der Dryadenschlummer, wächst im Herbst. Die Feen mögen ihn besonders gerne. Sie ehren und essen ihn und erneuern so ihre magische Kraft. Allerdings ist der Pilz sehr giftig und für den Menschen tödlich. Es ist also Vorsicht geboten. Ja, das Verhaspeln ist eine Sache. Also, ihr seht es ja, also dieses Spiel hat eine Auflösung von 800 mal 600 Bildpunkten und ich sitze vor einem Monitor mit 1440p, also 2560 mal 1044 Bildpunkten. Dementsprechend ist das Ganze jetzt groß gezogen und natürlich wieder verzerrt, logischerweise. Ihr seht es aber relativ 1:1, ne? Und dann vernünftig hochskaliert wahrscheinlich. Und manchmal erkennt man die Buchstaben einfach nicht, weil sie zur Seite gezogen sind oder weil man einfach zu viel überliest. Der Großteil oder der schwierigste Teil ist halt, man muss halt so auch viel lesen. Und wenn man so schon nicht viel liest, wird es auch mit dem Vorlesen schwieriger. Man merkt es halt auch, wenn man... Fingen auch schon an zu laufen. Der ist immer noch da. So unheimlich schnell. Es saß dort schon so lange. Vergessen. Oh, der macht mich irre. Oh, wir können uns hier hinsetzen. Ja, das muss doch sein. Ich meine, vielleicht stehen da geheime Sachen drin. Nicht essen. Das ist Ausstellung, ne? Also die Ausstellungsstücke nicht essen. Das Brot und die Eier sind mindestens 2 Wochen alt. Okay, das kriegen wir hin. Was haben wir denn hier? Oh, wir haben eins von den Minispielen erwischt. Das ist gut. Gucken wir mal. So, erstmal die Ecken. Das ist so... Ah, warte mal, hier scheint ein... Ich glaube, wir müssen es bis zum Rand. Mal gucken, so. Ich mache es erstmal so. Vielleicht muss das ja so... Ach, hier können wir sogar noch...
Den kriegen wir nicht so weit runter. Warum können wir den so weit runtersetzen? Naja, ich hoffe, die müssen nur ungefähr passen. Genau, Zwergenbrotvorstufe ist es. So, das passt da nicht. Haben wir noch unten ein anderes unten? Hier, das hier. Barrow Hill. So, das kommt dann dahin. Dann haben wir noch das hier. Okay, das ist relativ lütt. Aber nichtsdestotrotz. So. Ich weiß auch nicht, ob das schnappern muss oder so, ne? Ich bin hier so ein Fan von Schnappern. So. Das schnappert nicht. Ich dachte, das schnappert. Och, das ist aber eine kleine Karte. Ist ja süß. So. Nimm. So. Das kommt irgendwo hier zwischen. Das kommt hier hin. Das kommt dahin. Das kommt hier hin. Und jetzt sind wir schon schief. Warum das? Wie geht das? Weil ich zu weit runtergegangen bin. Okay. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Und das kommt hier hin. Und passt das? Nee. Warum passt denn das nicht? Warte mal. Sag mir jetzt nicht, ich muss das genau ausrichten hier, dass es dann passt. So. Das macht es nämlich hier komplizierter. So. Oh, das Ticken der Uhr im Hintergrund, ja. So, nee. Das jetzt genau ausrichten. Eieiei. So. Also Ecken werden trotzdem bleiben. Ich weiß gar nicht, ob wir das auch nur in Erfahrung bringen müssen oder ob wir hier was freischalten. Also im Sinne von, ey, du hast es erraten. So. Also ich wäre ja auch ein Fan davon, wenn die schnappern bei echten Puzzeln. Damit man ungefähr weiß, wo die Außenmaße sind. Okay, man kann es ja noch ausmessen. So. So, das ist jetzt fast perfekt. Keine Ahnung. Habe ich es jetzt gelöst oder? Ja, ist glaube ich zum Nachschlagen, oder? Autumn Sale, Barrow Hill Jigsaw Puzzle. Okay. Ich glaube, das ist einfach nur da. Es hat keine Relevanz. Ey, da ist eine Kamera. Wo kommst du her? Ich kann dich da draußen sehen. Mit wem redet der denn? Was? Verschwinde! Hey, was fällt dir ein? In der Dunkelheit nach dem Kurzschluss bekam ich diese dämliche Laterne nicht an. Ich hatte keine Streichhölzer mehr, um es weiter zu versuchen. Mit der Laterne wirst du es leichter haben, falls du was zum Anzünden findest. Hörst du das etwa nicht? Warum habe ich bloß nicht auf sie gehört? All diese Geschichten, all diese Leute, die verschwunden sind. Vielleicht war das ja alles wahr. Halte dich fern! Halte dich fern vom Grabhügel! Vielleicht sollte ich laufen. Aber draußen ist eine Lampe, hat er gesagt. Wenn draußen eine Lampe ist, wir haben ja Streichhölzer. Hallo? Schön. Aber wo ist... Sind die gekidnappt worden oder wie? Manchmal kommt irgendwie so Musik oder so, ne? Als ob die einfach abgehauen wären hier. Barrow Hill Service Station Menu. Oh, ist das preiswert. Guck mal hier. Na okay, Scampis brauche ich nicht. Sausage and Mashed Potato. Oh, 3,95. Das klingt lecker. Okay, Lasagne. Oh, das ist preiswert. Was war das? Hallo? Okay, ich kann immer wieder aufessen. Ich glaube, das sind bloß Gimmicks hier. Hm.
wollte neue Streichhölzer bringen. Okay, Kaffee ist fertig, glaube ich zumindest. Wer wollte Streichhölzer bringen? An alle Mitarbeiter, es gilt zu beachten, dass in dieser Gegend zurzeit falsche 10-Pfund-Noten im Umlauf sind. Jeder gefälschte Geldschein, der angenommen wird, wird vom Lohn abgezogen. Ach du Gott. Worauf zu achten ist, ist die Schrift auf dem Geldschein unscharf? Fühlt sich der Geldschein dünn oder dick an? Ist der Geldschein unbeschriftet? Ist der Geldschein auf Englisch? Ist der Geldschein rechteckig? Auf Englisch? Der ist doch auf Englisch, oder? Wer Banknoten nachmacht oder fälscht oder nachgemacht oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit einer Freiheitsstrafe nicht unter 3 Jahren bestraft. War das nicht so ähnlich? Ich glaube ja. Ben und Maggie und Carol. Okay, pumpen, pumpen, pumpen. Also pumpen ist draußen an Zapfe, ne? Welchen Tag haben wir heute eigentlich? War hier, sonst war immer Ben. Und am 21. war auf einmal George und Ben in der Küche und hat auch Kaffee gemacht. Seltsam. Und dann auf einmal, am 31. ist Ben nicht mehr da. Wer ist Ben? Schuldisco, Hardcore-Trance, yeah. DJs Doormat. Ben, Maggie hat angerufen, dass sie krank ist und Carol hat noch Urlaub. Ich werde tagsüber hier sein, im Büro, wenn es ruhig ist. Aber ich kann dich an den Zapfsäulen vertreten, damit du in der Küche arbeiten kannst. Der Abwasch kann bis morgen warten, wenn zu viel los ist. Mr. Morse hat darum gebeten, dass du das Radio nicht so laut stellst. Ich weiß, dass die Nachtschicht manchmal langweilig ist, aber versuche es mit dem Lärm nicht zu übertreiben, damit der arme Mann etwas Schlaf bekommt. Und bitte mach ein wenig sauber heute Abend und staubsauge mal. Edward Briss Local Pasties und Sausages. Okay. Wo ist denn hier das Radio? Oh, hier gibt's Geld. Theoretisch. Theoretisch kann ich hier was machen. Ben, kannst du heute um 18.30 Uhr Phils Abendessen im Hotelzimmer 2 bringen? Er sagte, dass er heute Abend nochmal bei der Ausgrabungsstätte vorbeischaut, also stell das Essen einfach ins Zimmer. Denk daran, der Code für das Türschloss ist 176 und vergiss nicht die Tasten Sternchen und Raute. Setzen den Code zurück. Okay, ich brauche einen Stift und einen Block. Stift, Block, meins. Hier, zu mir. Moment. Ach, hier oben. Vorsichtig, so. Dass ich doch immer vergesse, wieder rauszuholen. So, also 176 und Sternchen und Raute setzen den zurück. Na toll, das ist ja ein Codeschloss, wa? Ach ja, ja, wo wir im dunklen Loch runtergefallen sind, weil es so schlecht, so super war. Ach, hier unten mussten wir hingucken. Ah, manchmal ist es auch ein bisschen versteckt hier. So, kriegen wir das Radio auch noch an? Nee. Hier ist was umgekippt. So, aber hier können wir, nein, können wir nicht. Die lassen uns nicht zur Feuertür durch hier. Doch, na klar lassen die uns. Oh, können wir jetzt hier auch noch was? 2 Pflanze zum Kochen benutzt, Minze und Opposite of Stop, Go. Müssen wir das jetzt hier lösen oder was? Wollen wir wetten, dass wir hier das Ding lösen müssen? Oder warte mal hier, Geschichte, König... Nee, das hier. Die Grenzen zwischen Mythologie und wahrer Geschichte verwischen immer mehr. König Artus ist ein Mysterium. Seine Geschichte wird seit unzähligen Generationen erzählt, aber sie ist und bleibt nur eine Geschichte. Viele der alten Burgen und Monumente, die es heute noch in Cornwall gibt, werden mit der Artus-Legende in Verbindung gebracht. Die Geschichte König Artus ist vielleicht die bekannteste und am meisten erzählte Geschichte Großbritanniens. In einer Version der Legende heißt... es, dass Artus aus Cornwall stammte und König des Landes war. Die Burg Tintagel soll ebenfalls eng mit der Artus-Sage verknüpft sein, heißt es. Ihre wahre Vergangenheit ist dabei aber in Vergessenheit geraten. Mittlerweile kann man mit Bestimmtheit sagen, dass das Wort Artus als Synonym für eine ganze Reihe Geschichten über Helden der alten Zeit, vergessene Könige und große Krieger herhalten muss. Wer waren diese historischen Persönlichkeiten, die von der Artus-Sage einverleibt wurden? Geschichtswissenschaftler sind sich einig, dass es im vorgeschichtlichen und Altsteinzeit zeitlichen Cornwall nicht viele Menschen gab. Dieses vergessene Volk wuchs über die Jahrhunderte hinweg an. Es kamen immer neue Siedler vom europäischen Festland aus Irland, Wales und dem Rest Großbritanniens. Cornwall spaltete sich in kleine Königreiche auf, die jeweils ihre eigenen Herrscher, eigene Götter, einen eigenen Glauben und eigene Volksmärchen besaßen.
Es kam Eindringlinge, die britischen Inseln zu erobern versuchten, und viele Menschen waren gezwungen, von ihrer angestammten Region wegzuziehen. Die Legenden ihrer Helden zogen mit ihnen. Selbst die Invasion Julius Caesars im Jahre 55 vor Christus führte zu weiteren Heldensagen, die später ebenfalls in die moderne Artus-Sage integriert wurden. Cornwall ist nach wie vor ein Außenposten der alten Zeit, und vieles seiner vergessenen Geschichte kann heute immer noch an den alten Monumenten des Landes besichtigt werden. Wir bekommen einen Eindruck unserer vergessenen Könige und Gottheiten, wenn wir Orte wie Lennion, Quoit zwischen Penzance und Land's End besuchen. Neuere Sagen behaupten, dass König Artus die Steinfläche als Esstisch vor seinem letzten Kampf benutzte, doch im Grunde genommen entweiht die Artus-Legende diese gut erhaltene Grabkammer nur, die an einen unserer realen historischen Könige erinnert. Ich glaube, das geht nur um die Information da oben. Okay. Marianne Fashions. Top Fashion for Lady of Today. Ich finde ja, sie kann das tragen. Vor allem das da. Ben, danke für die Blumen, die du mir dagelassen hast. Das war eine nette Überraschung. Du weißt ja, wie viel Arbeit ich in diesen Abendkurs gesteckt habe. Jetzt, da die Prüfung vorbei ist, warte ich ungeduldig auf meine Noten. Wünsch mir Glück. Ich wollte fragen, ob du nicht Lust hättest, mit mir auszugehen und zu feiern. Oder auch nicht, wenn ich die Ergebnisse habe. Ich bin sicher, dass George dir einen Abend freigeben würde. Ui, 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 das ist ein Date. Merrill's. Ist doch Marlboro. Passiert hier irgendwas? Nee. Okay, sah so aus. Das sieht alles frisch aus hier. Die Blumen kriegen wir nicht, okay. Ich gucke ja nicht gerne in sowas rein, ne? Deswegen hat George die Schicht übernommen. Genau. Oh. Da ist irgendwas drin. Okay, hier ist irgendwas drin. Aber was? Okay, wir müssen uns merken, wir müssen hier mal zwischendurch wieder hin. So. Nee, geht nicht so. So. Die Könige der Vergangenheit wurden gestört. Ja, ja, die Vergangenheit der Könige, genau. So, draußen ist eine Lampe, hat er gesagt. Er hat aber kein Feuer, um die Lampe anzuschalten. Und Zimmer Nummer Bums hier. Können wir hier... Muss ich jetzt hier so rumlaufen, um da dann... Nee, wie komme ich denn... Ich komme nur... Nee, da wollte ich gar nicht... Da ist ein Gebüsch. Was denn? Was ist? Warte mal. Ich wollte jetzt kurz hier zum Zimmer. 1, 7, 6. Und die hier können wir resetten. Ja, weil... Haben wir mehr oder weniger gesagt, ja. Weil nachgesagt wird, dass, muss ich wieder? Naja, da ist gerade eine Ausgrabung. Der Typ, der die Ausgrabung macht, ist hier in Zimmer 2. Dem sollten wir Essen bringen. Also nicht wir, sondern einer von den Leuten sollte Essen bringen. Können wir Licht anmachen? Nein. Guck mal, hier ist Zahnbürste. Ist alles da. Ist alles da. Da unten ist aber nichts weiter drin. Okay. Ein Polunder, sehr schön. Ah, da sind wir vorbeigelaufen. Gavrock, okay. Da ist auch ein Bild dran, guck mal. Ist das vielleicht sogar ein Hinweis? Aha, 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 ich habe keine Ahnung. Kann man das abmalen, pausen oder so, wenn wir den... Was machen? Wie macht man das mit dem Stift? Warte mal. Ich glaube, das macht er selber. Wir müssen es bloß haben. Ach so, meinst du das? Ja, das können wir gleich probieren.
Pete Aston, Motelzimmer 2. Liebe Lucy, danke für deine Briefe. Es ist wirklich lange her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, aber es tut gut zu wissen, dass du unsere Funde unter die Lupe nimmst. Dein Bericht über die Bodenproben aus unseren Gräbern ist, ist gestern angekommen. Konrad studiert ihn gerade. Ich hatte noch keine Gelegenheit, einen Blick darauf zu werfen. Konrad wollte mit dem GPS eine komplette Vermessung des Hügels anfertigen, einschließlich des äußeren Kreises, aber das Gerät scheint kaputt zu sein. Stattdessen haben wir nun einen Graben im Grabhügel selbst gezogen, in der Mitte des Kreises. Die geophysikalische Analyse lässt vermuten, dass uns einige interessante Funde erwarten. Ich halte dich auf dem Laufenden. Konrad ist mittlerweile wie besessen von der Stätte, eigentlich noch viel mehr als diese bescheuerten Demonstranten, die kürzlich hier eingetroffen sind. Die haben nachts unsere Sachen versteckt und sogar welche gestohlen. Wir haben jetzt veranlasst, dass wir unsere Sachen in einem leeren Motelzimmer unterbringen können. Das vereinfacht die Sache nicht gerade, ist aber notwendig. Ich habe auch bemerkt, dass Konrad ein wenig mehr als sonst an seinem Flachmann mit Whisky nippt. Er ist völlig fertig, weil er dieses verdammte Ding verloren hat, nachdem wir gerade einen neuen Graben gezogen hatten. Konrad ist schon wieder weg, um danach zu suchen. Er ist schon ein seltsamer Kauz. Moment mal. Merkwürdig. Lucy, pass auf, etwas sehr Seltsames geht hier vor. Erst dachte ich, dass ich es mir nur einbilde. Ich erzähl dir alles genau, wenn du da bist. Pete, Küsschen, Küsschen. Also manchmal verstehe ich die... Hier können wir was zum Laden reinstellen, deshalb. Ich glaube, dass es ausreicht, dass wir die Gegenstände in der Hand haben. Also hier im Inventar und benutzen können. Das ist unser Pilzführer, okay. Oh. Dazu muss ich mir schon was trinken hier. Tagebuch von Pete Aston. Was für ein Tag. Ich habe soeben die Chance erhalten, an Konrad Morses Ausgrabung des prähistorischen Monuments Barrow Hill teilzunehmen. Ich beginne dieses Tagebuch, um alle Informationen zu diesem Projekt niederzuschreiben. 11. Juni. Professor Morse finanzierte dieses Projekt aus eigener Tasche und zahlt auch einen mehr als großzügigen Lohn. So kann ich es mir endlich erlauben, andere Stätten zu untersuchen, die ich schon lange einmal forschen wollte. Ich war sehr überrascht, dass Konrad ohne weiteres die Ausgrabungsgenehmigung erhalten hat. Die ersten Dokumente, die mir Konrad gegeben hat, deuten an, dass der Barrow seit ewiger Zeit unberührt ist. Die Steine stehen immer noch aufrecht und sind sehr eindrucksvoll, nach den Bildern zu urteilen, die ich gesehen habe. Alle haben sie eine einzigartige Form und ähneln sich überhaupt nicht. Auch die Touristen haben Barrow Hill noch nicht entdeckt und selbst die Einheimischen meiden die Gegend. Ich hoffe, dass die Ausgrabung ohne Zwischenfälle verläuft. 18. Juni. Heute Morgen habe ich Konrads Programm für die Ausgrabung unterhalten. Seine Zielsetzung ist klar und eindeutig. Unsere erste Aufgabe wird es sein, die Authentifizierung des Steinkreises zu erstellen, indem wir um jeden Stein einen Testgraben ziehen. Jegliche Funde sollen geborgen und von jeder Schicht sollen Bodenproben genommen werden. Alle Funde sollen erst einmal grob untersucht werden, bevor sie zur detaillierten wissenschaftlichen Analyse, Fotografie und Konservierung versandt werden, was Mr. Morse alles schon arrangiert hat. Die Gräben müssen daraufhin schnellstmöglich wieder zugeschüttet werden, da ja jederzeit Privatleute auftauchen könnten. Doch glücklicherweise wird das bei all dem Boden und Torf kein Problem sein. 21. Juni. Ich habe einen weiteren Brief von Professor Morse erhalten. Er brennt darauf, mit den Ausgrabungsarbeiten zu beginnen und bat mich, nach Cornwall zu reisen. Ich werde später diese Woche nachkommen und mich mit Konrad am einen kleinen Nebenbahnhof Witchwood treffen. Ich kann es kaum erwarten. 25. Juni. Barrow Hill ist wirklich fabelhaft und absolut unberührt, wenn man mal von der Raststätte absieht, die für die nächsten Monate unser Zuhause sein wird. Die Ausrüstung ist schon einst ausgepackt und einsatzbereit. Hier an der Raststätte sind ein paar nette Mitarbeiter. Die sind wohl ganz froh, mal ein paar Gäste hier zu haben. Ich glaube nicht, dass sich viele Leute in diese Gegend verirren. Morgen werden wir mit unserer ersten Aufgabe beginnen, die Authentifizierung der Stätte. Wir starten mit dem Kreis um den eigentlichen Grabhügel. Dieser scheint eher klein zu sein, aber darunter werden wir zweifelsohne einiges entdecken. Die Konzentration alter Monumente hier am Barrow Hill ist eindrucksvoll. Wie sie die Jahrhunderte so gut erhalten überstanden haben, ist mir ein Rätsel. 5. Juli. Konrad hat die Hügeloberfläche schon von einem Geophysikteam untersuchen lassen. Sie werden die Daten analysieren und uns die Ergebnisse dann zuschicken. Ich finde ja immer noch, dass geophysikalische Studien irgendwie eine erstaunliche Sache sind, dass man einfach so mit Radar oder magnetischen Signalen durch die Erde schauen und sehen kann, was sich darunter befindet, ist schon unheimlich. Ich bin gespannt, was dabei herauskommt. Trotzdem gibt es nichts Interessanteres, als die Vergangenheit Schicht für Schicht abzutragen und zu sehen, was sie einem zu bieten hat. 27. Juli. Endlich haben wir mit dem Graben oben auf dem Hügel begonnen. Ich habe meinen ersten Testgraben um den kleinen, als Melka bekannten Stein gezogen. Laut Informationstafel ist es der zweite Stein von links, wenn man den Kreis betritt.
Der Stein befindet sich offensichtlich auf seiner ursprünglichen Position. Ich habe einen kleinen zerbrochenen Krug gefunden. Nach einer ersten Untersuchung habe ich ihn gut verpackt, mit der Erde darin natürlich, damit er für weitere Analysen verschickt werden kann. Was könnte der Topf wohl einmal enthalten haben? Wir haben darüber spekuliert, ob der Krug nicht später an die Stätte gelangte. Er erscheint uns zu klein, als dass er als Bestattungs- oder Einäschungsgefäß gedient haben könnte. Vielleicht war es eine Grabbeigabe. Konrad hat Testgraben 2 auf der gegenüberliegenden Seite des Kreises gezogen um einen Stein mit Namen Gavrok herum. Er sieht ein wenig wie ein Mensch aus, der seine Hände in die Hüften stemmt. Tatsächlich sehen fast alle Steine wie ein Ding oder eine Person aus. Kein Wunder, dass sich hier in der Gegend so viele Geschichten um den Steinkreis ranken. 29. Juli. Die Bodenbedingungen hier sind sehr gut, sodass alle Funde gut erhalten sind. Ich habe heute Graben 3 um den Baligo-Stein gezogen. Es ist der erste Stein auf der linken Seite laut Informationstafel an der Raststätte. Es ist wirklich erstaunlich. Wir haben schon 3 Krüge geborgen, einen bei jedem der untersuchten Steine, 2 sind nahezu intakt, der dritte ist zerbrochen. Es scheint so, als ob die Krüge irgendeine rituelle Bedeutung hatten und keinen Bestattungszweck dienten. Aber was das für ein Ritual war, werden wir wohl nie erfahren. 1. Juli. 29. Juli, 1. Juli? Ich denke mal, das ist Juli hier oben. Das Wetter war tagsüber wirklich schön, aber in den Nächten kann es schon ganz schön kalt werden. Sobald die Sonne untergeht, ist die ganze Gegend eine einzige totale Finsternis. Ich habe Graben 4 um den Dolmenstein gezogen. Ein weiterer Krug liegt dort vergraben. Ich denke, dass ich ihn morgen bergen und der Sicherheit des Fundkastens übergeben kann. Konrad hat sich die letzten Tage den äußeren Steinkreis näher angeschaut. Er sagt, er versucht, den möglichen Zweck der Stätte zu verstehen. Heute ist er überhaupt nicht am Steinkreis aufgetaucht, aber ich habe gesehen, wie er aus seinem Flachmann trank, in der Nähe des Altarsteins tiefer im Wald. 4. Juli. Konrad hat mir bei den Ausgrabungen und den Hammerstein geholfen. Wir haben diesmal einen größeren Graben gezogen, Nummer 5, und mehr Bodenproben genommen, die analysiert werden sollen. Dabei haben wir einen weiteren zerbrochenen Krug entdeckt. Das ist jetzt schon der 5. Krug. Konrad ist nicht mehr so gesprächig wie am Anfang. Ich schätze mal, dass er viel nachdenkt, aber es ist schon ein wenig einsam hier oben. Die Leute an der Raststätte sind nett, aber einfach. Ein Mädchen, Maggie, geht zur Abendschule und hofft, danach studieren zu können. Wenigstens hat sie den Ehrgeiz, mehr aus sich zu machen und hier nicht als Bedienung zu enden. 5. Juli. Egal, wie tief ich grabe, ich kann immer noch nicht die Basis des Hammerstone ausmachen. Konrad sagte, dass ich erstmal mit diesem Graben aufhören und am Kalechstein weitermachen soll. Ich habe also Graben 6 rechts vom Eingang begonnen, neben dem Stein, den die Einheimischen Gavrok nennen. Ich habe den Graben wieder zugeschüttet, genau wie die anderen zuvor auch. Wenn die Gräben erst einmal wieder zugeschüttet sind, sieht alles so wie vor unserer Ankunft aus. Man würde nicht glauben, dass wir hier gewesen sind. Aber ich glaube, die Schüsseln haben irgendeine Bewandtnis, ne? 6. Juli. Während ich weiter am Kalechstein grabe, hat Konrad mit Graben Nummer 7 um den größten Stein angefangen. Er steht ziemlich hinten im Kreis, wenn man von der Mitte aus hingeht. Ich frage mich, woher die Steine ihre Namen haben. Wie man uns sagte, heißt Konrads aktueller Stein Henrik. Heute Morgen hingegen an der Tür meines Motelzimmers hingen ein paar Farnblätter. Da wollte ich wohl jemand einen Scherz erlauben, aber eigentlich sieht es sogar ganz nett aus. 9. Juli. Konrad arbeitet derzeit an anderen Stellen der Stätte, während ich mich weiter mit den Gräben beschäftige. Er bat mich außerdem, mir den als Sentry Stone bekannten Menhir näher anzuschauen. Er war dabei sehr beharrlich, also kümmere ich mich erst um diesen Stein, bevor ich mit den Gräben weitermache. 13. Juli. Ich habe sehr tief gegraben, um herauszufinden, was an der Basis des Sentry Stone verborgen liegt. Leider nichts Spektakuläres wie bei den Steinen des Kreises. Ich glaube aber, ein paar verkohlte Klümpchen im Boden gesehen zu haben. Ich habe eine Probe davon ins Labor geschickt. Die sollen sich mal unter dem Mikroskop anschauen. Konrad hat sich in sein Motelzimmer verzogen. Ich nehme mal an, dass er schlechte Nachrichten erhalten hat. Er schreibt auch viel in sein Tagebuch. Er ist schon lustig. Ständig schleppt er sein PDA und andere moderne Geräte mit sich herum, aber seine Notizen kristet er in ein altmodisches Notizbuch. Naja, er kann es sich wohl leisten, ein wenig exzentrisch zu sein. 15. Juli. Heute Morgen mussten wir entdecken, dass alle Gräben wieder zugeschaufelt waren. Wir hatten den Torf ausgehoben, wie immer, und aufgehäuft, um ihn später wieder in die Gräben zu füllen. Heute Morgen befand sich der ganze Boden aber feinsäuberlich in den Gräben, fast so, als wäre die Stätte nie angerührt worden. Wir haben auch einige kaputte Werkzeuge im Unterholz gefunden. Sieht ganz so aus, als ob uns jemand nicht hier haben will und versucht, unsere Arbeit zu sabotieren. Konrad ist mit seinem Jeep weggefahren, um ein paar Überwachungskameras zu besorgen. So können wir die Städte auch nach Einbruch der Dunkelheit im Auge behalten, sagt er. Ich hoffe, dass er bald zurückkommt, denn auch in seinem momentan nicht gerade gesprächigen Zustand ist es schön, ein wenig Gesellschaft zu haben. 2. August.
Konrad und ich haben wieder einmal die Umgebung untersucht. Diesmal wollten wir sein GPS benutzen, um das Landschaftsbild aufzuzeichnen. Aber ich befürchte, die Maschine ist kaputt, denn sie gibt nur unstete Signale von sich. Wir werden also keine digitale Karte anfertigen können, so wie Konrad es sich vorgestellt hat. Ich werde wohl eigene Pläne zeichnen müssen. 20. August. Wir haben Neuigkeiten vom Labor. Der Bericht zu unseren Ausgrabungsfunden ist endlich angekommen. Ich war überrascht zu lesen, mit wem wir da zusammenarbeiten. Ich habe Lucy schon lange nicht mehr gesehen. Wenn die Dinge damals anders gelaufen wären... Naja, das ist lange her. 5. September. Ich habe einen weiteren Brief von Lucy erhalten. Sie hofft, uns bald auf Barrow Hill besuchen zu können. Das wäre schön. Dann kann sie die Städte selbst erleben. Heute Nachmittag habe ich unseren Nachbarn vom örtlichen Radiosender RBH einen Besuch abgestattet. Die senden von der anderen Seite von Barrow Hill aus. Obwohl die Gegend zum Überflutungsgebiet erklärt worden ist, scheint Mrs. Harry wirklich das Beste aus der Situation zu machen. Sie will wohl ein Feuchtbiotop aufmachen oder so. Sie hat mir ein paar Aufkleber und Handzettel gegeben. Schätze, dass ich in der nächsten Zeit mal das Radio anstellen werde. 10. September. Ich habe endlich mein Tagebuch gefunden. Es wird auch höchste Zeit für einen Eintrag. Keine Ahnung, wie es verschwinden konnte, ob es gestohlen wurde. Heute Nacht hat man unsere Ausgrabungsausrüstung in der ganzen Gegend verteilt und unser Zelt wurde auch halb abgerissen. Außerdem hat es kürzlich Demonstrationen gegen unsere Arbeit gegeben, was die Sache nicht gerade vereinfacht. Im Grunde genommen schaden diese Demonstranten der Städte mehr, als es unsere Archäologie je könnte. George, der Leiter der Raststätte, hat uns erlaubt, ein paar Sachen unserer Ausrüstung in einem leeren Motelzimmer zu lagern. Das Zimmer ist gerade erst renoviert worden und ich musste versprechen, dass wir keine schlammigen Spaten mit hineinnehmen oder dreckige Stiefelabdrücke hinterlassen. Er hat Ben rübergeschickt, damit er uns mit der Ausrüstung hilft. Diese Demonstranten sind Vandalen. 12. September. Regen. Regen und nochmals Regen. Ich glaube, Konrad hat heute in seinem Zimmer gesungen. Habe in der Nacht so komische Geräusche gehört und das war nicht nur das Windspiel nebenan. Ha, vielleicht singt er ja mit dem Windspiel. 15. September. Der Regen hat etwas nachgelassen. Der Brunnen, der sich hier in der Nähe befindet, ist heute übergelaufen. Ich muss unbedingt mal die Einzelheiten über den Brunnen und die Legende der Sant Aneca nachschlagen. Da steht zwar etwas auf einer Tafel am Eingang, aber das kann man nicht mehr gut lesen. Andere Brunnen, die ich gesehen habe, sind für gewöhnlich aus einer heidnischen Sage oder Legende heraus entstanden, die dann später an einen christlichen Heiligen angepasst wurde. Brunnen sind oft alte religiöse oder heidnische Stätten, die sich das Christentum später zu eigen gemacht hat. 19. Das wird der Brunnen sein hier, ne? 19. September. Morgen wollen wir mit Phase 2 der Ausgrabung beginnen. Wir werden mit den ersten Sonnenstrahlen anfangen, damit wir so lange wie möglich arbeiten können. Ziel ist es, den Barrow selbst zu authentifizieren und vielleicht sogar zu datieren. Das wird aufregend. Das wird der erste Testgraben, den wir auf dem eigentlichen Grabhügel öffnen. Manchmal frage ich mich, ob wir das Richtige tun, aber Konrads Enthusiasmus ist ansteckend. Was wir finden werden, wird uns in Zukunft helfen, die Städte zu schützen. Und trotzdem ist mir immer noch nicht ganz wohl bei der Sache. In den nächsten Wochen haben wir viel vor. Diese Ausgrabung ist ein echtes Abenteuer und mit Phase 2 werden wir ganz neue Wege beschreiten. Wege in die Tiefe. Wege in die Tiefe, na super.